in den 90er Jahren, nee, in den 80er Jahren. Hat sich denn der Wechsel in der Politik bei Ihnen im Betrieb angekündigt? Wenn in der zweiten Hälfte der 80er Jahre ließ die gesamte, auch die gesamte politische Arbeit im Betrieb ließ ganz gewaltig nach. Plus mal ein Beispiel, für 1989 war der 40. Jahrestag der DDR vorgesehen. Und das fängt dann schon 2, 3 Jahre vorher an, 40 Guttaten zum 40. Jahrestag. Und das hätte sich in den Jahren zuvor keiner gewagt, da nun zu sagen, lass mich in Ruhe damit, dann hätte er Ärger gekriegt. Und aber das, in dieser Zeit fängt das an, die haben alle, wie soll ich jetzt sagen, das war so eine Leck mich am Arsch Stimmung. Und es hat, die haben dann irgendwelche Scheinaktivitäten gemeldet, was er als gute Tat da gemacht haben und so weiter. Gemacht hat keiner was. Und das, am Ende hatte ich den Eindruck, da hat der Parteisekretär selber nicht mehr dran geglaubt. Hat man denn, haben Sie denn an die Wende geglaubt? Haben Sie gedacht, dass die DDR zu Ende geht? Oder haben Sie nur gedacht, im Moment haben wir Schwierigkeiten? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich das dann abzeichnete, dass es zur Wende kommt, da haben wir echt Angst gekriegt. Und ich habe auch in meinen Gesprächen mit den Kollegen gesagt, ich sage, seid vorsichtig, wenn wir morgen die Wiedervereinigung haben, seid ihr übermorgen arbeitslos. Und das wurde dann leichtfertig vom Tisch gewischt und dann wurde gesagt, ja, wer arbeiten will, kriegt Arbeit und so weiter. Und dann kam es bitterer Wochen. Wie haben Sie denn die Wende erlebt in Hamburg? Also die Mauer, sagen wir mal, den Tag der Maueröffnung jetzt. Das hatte sich schon die Wochen vorher abgezeichnet, dass die Montagsdemonstrationen in Leipzig waren. Viele Kollegen von uns sind dorthin gefahren, sind da mit demonstriert. In Naumburg selbst kam es zur Demonstration, dass man dann entlang am Marienring, wo die Stasi ist, Kerzen aufgestellt hat, am Markt Kerzen aufgestellt hat und so weiter. Und den Moment der Maueröffnung, ist diese bekannte Fernsehsendung, da wo der, wie hieß er, Schabowski. Schabowski, wo Schabowski dann sprach und dann die Maueröffnung verkündete. Das haben wir quasi am Fernsehen gesehen, ne?